R-E-W-I-N-S-I-D-E. Killer, Killer! Was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Mit dabei ist heute wieder Tobi. Hallo. Geht's dir gut? Tobi. Ja. Mach mal hier keine Experimente, mein Freund. Schaut euch mal an, Leute, was wir gerade aufs Genau an der Insel gebaut haben. Es sieht auf jeden Fall... Ey, Tobi. Ich hoffe, dass du den Wassereimer hier oben gelassen hast, mein Freund. Weil falls nicht, dann... Oh, ja, Tobi, der liegt nicht hier. Dafür ist aber dein Kristallball noch hier, wo man dein Geschlecht bestimmen kann. Tobi, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ich werfe jetzt den Wassereimer durchs Loch runter. Und du kannst ihn jetzt auffangen und gucken, wo der dann unten landet, okay? Ich hab ja einen. Ja, dann komm hoch. Ja, wie soll ich mit dem Wasser einmal hochkommen? Ja, wie soll ich denn jetzt? Ja, du musst jetzt hier irgendwie hochkommen. Ich komm. Ich versuche hier über unser Luftschiff, was nicht funktioniert, weil mein Stab nicht so stark ist. Naja. Wie machen wir es jetzt? Warte mal, pass mal auf, ich hab eine Idee. Warte, ich hab eine Idee. Wenn du jetzt genau, siehst du das Loch in dem Ganzen? Nee, ne? Doch. Genau unter das Loch und dann mal dagegen. Du musst da mal hinschwimmen. Wir müssen auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, wie wir das Ganze ein bisschen cooler machen. Ja, definitiv. Bis wir da vor allem so, gut reinkommen. Ich sehe das Loch, ne? Ja, warte. Okay, versuch mal. Okay, drei. Zwei, du musst einen Block hinsetzen. Ja, mach drei, ich. Zwei, eins. Ah! Oh. Das hat verdammt gut geklappt. Hast du ein Wasser einmal dabei? Ja. Sehr schön. Dann lass den mal hier runter, mein Freund. Ich hab Wasser hier geholt. Sehr gut. Dann lass den mal da runter. So, Leute, und ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Insel aussieht. Und zwar sieht die nämlich jetzt von unten eigentlich ganz schnieker aus, meiner Meinung nach. Wir haben noch ein bisschen was gemacht, Leute. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir sind im Schiff noch mal ein bisschen dran geflogen, haben noch ein paar Dinger dahingesetzt. Das passt auf jeden Fall soweit. Tobi, wenn du jetzt diesen Wasser einmal wegmachst, ich schlage dich kaputt, mein Freund, ne? Tobi! Alter! Tobi, nein, ich. Du bist so. Was Junge, jag mir nicht so einen Streck ein, Alter. Pass mal auf, Tobi, ich muss nach unten, fällt mir gerade ein. Ich wollte nämlich jetzt Gras holen. Ja, das wusste ich ja. Leute, pass mal auf, ich gehe nämlich jetzt mal hin und jetzt gucken wir mal, ob überhaupt Gras oben in diesen Gefilden wachsen kann. Tobi, du kannst gerne schon mal eventuell anfangen mit der zweiten Insel oder sowas, wenn dir da oben irgendwie was einfällt. Oder die Insel von mir ist noch ein bisschen größer machen eigentlich. Ich habe den Aufgang gerade gebaut. Sehr schön. Pass mal auf, ich habe nämlich jetzt hier schon mal ein bisschen Gras geholt. Das können wir nämlich da oben anpflanzen. Ich habe mir netterweise eine Silk-Touch-Spitzhacke. Und diese können wir natürlich dafür perfekt nutzen, Leute. Ja, ich denke mal in der nächsten Folge, oder wir könnten eigentlich schon in dieser Folge. Tobi, hast du die ganzen Pisten und sowas? Hast du die schon am Start, Alter? Die habe ich schon da. Dann können wir nämlich schon gleich anfangen damit, die nämlich oben hinzusetzen, Leute. Dann können wir nämlich theoretisch bald schon soweit sein und eventuell oben die ersten Verteidigungsmechanismen und so weiter errichten. Klar müssen da natürlich ein paar TNT-Kanonen dran, sonst wären wir nicht Tobi und Revi, Leute, ne? Sonst funktioniert das nicht. Und dann können wir theoretisch hingehen und schon mit dem Bau des Gefängnisses in der nächsten oder übernächsten Folge anfangen. Wichtig ist aber erstmal, dass wir oben quasi eine kleine Base wenigstens für uns haben, Leute, mit ein paar Sicherheitseinstellungen. Aber grundlegend soll das ja eigentlich nur das Gefängnis sein, wo quasi unser Haus irgendwo mit am Rande als kleine Hütte steht. Und die große Insel da, also die Insel, die ihr gerade seht, soll sowas wie die Verwaltungsinsel sein. Und daneben kommt dann quasi die riesige Gefängnisinsel, Leute, die auf jeden Fall richtig, richtig krass wird. Ich denke mal, das werden wir auch offscreen bauen, weil das sonst viel zu aufwendig ist, Leute. Und ich glaube nicht, dass ihr euch einen, keine Ahnung, 60 Minuten Zeitraffer auf 6000-facher Geschwindigkeit ansehen wollt, wie wir Steine aneinander setzen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen langweilig. Dementsprechend, Leute, werden wir das wahrscheinlich dann alles offscreen machen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ihr seht das Ergebnis ja später trotzdem so oder so. So, wie gesagt, Tobi, hast du noch irgendwas von Patrick gehört? Irgendwie noch Neuerungen über den Aufenthaltsort oder sowas? Da wir jetzt eh hier auf der Insel sind, also so habe ich jetzt nichts mehr mitbekommen. Ich hoffe einfach mal, dass wir da irgendwie zeitnah noch was herausfinden. Denn ich habe das blöde Gefühl, Tobi, ich habe das wirklich blöde Gefühl, dass mit der Mafia ja im Moment gerade Dinge geschehen, die wir nicht absehen können. Das heißt, dass die Mafia vielleicht sogar Bündnisse mit Leuten schließt oder sowas, die uns eventuell noch schaden könnten. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja versucht, Kevin da einzuschleusen. Ich habe auch noch von Kevin nichts gehört bis dato. Ihr habt ja gestern in der Folge gesehen, was im Livestream vorgestern passiert ist, Leute. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine krasse Sache, die wir berücksichtigen müssen. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich erstmal hier um die Fertigstellung unseres Projektes da oben. So, pass mal auf. Ich habe jetzt drei Stacks Erde dabei. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, glaube ich. So, nee, wenn ich dich unterbreche, aber wir müssen sparen schon langsam. Also auch hier mit den ganzen Steinen, die wir uns geholt haben. Ja. Funktioniert das? Ja, das hat funktioniert. Okay, ja, weil, ne, wir haben nicht so viel. Warum hast du jetzt das Wasser da weggemacht? Ja, weil man das so jetzt besser hochkommt. Ach so. Ah, okay, ich weiß nicht, ob das und jetzt... Und sonst muss man schwimmen. War, glaube ich, Zufall, dass es jetzt funktioniert. Aber können wir gleich nochmal ausprobieren. Versuch's mal. Tobi, zieh nochmal hier ganz kurz den einen Ring zu Ende. Dann können wir nämlich jetzt schon mal hingehen und hier oben die Erde hinsetzen, Leute. Und dann gleich schon mal die ersten TNT-Kanonen quasi präsentieren. Schön wäre natürlich, wenn das Ganze hier fliegen würde, Leute. Das haben wir aber schon versucht. Das Ganze können wir nicht bewegen. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich schon die Rotoren dahin machen, Leute. Denn im Moment haben wir noch Glück, dass die Insel so noch hält. Aber das wird nicht mehr lange der Fall sein. Wir haben hier jetzt möglicherweise bei Empire besondere Schwerkraft, die das Ganze uns ermöglicht. Aber irgendwann wird das auch nicht mehr funktionieren. Dementsprechend müssen wir jetzt gleich schon quasi anfangen, die Propellerrotoren hier dran zu machen. Aber wie gesagt, ich denke mal, das sind auch alles Sachen,
die wir offscreen machen, Leute, weil das dauert echt eine lange, lange Zeit, bis sowas mal herausgefunden ist und wie das dann alles funktioniert und so weiter und so fort, zeigen wir euch dann einfach, wenn es soweit ist. So, pass mal auf. Hast du auch noch ein bisschen Erde, Tobi? Vielleicht hätte ich gar nicht was holen sollen. Ich glaube nämlich, dass... Ja, aber ich habe nicht versucht. Viel zu wenig. Ja, ich glaube... Doch, bisschen. Ach, keine Ahnung. Gut, egal. Schau einfach mal, wie es hinkommt, Digga. Hast du Gras? Ich habe Gras tatsächlich dabei, ja. Übrigens habe ich tatsächlich herausfinden können, dass diese ganzen Sachen, die sich beim oben Keller befinden, im unmittelbaren Zusammenhang mit der Mafia stehen, da mir nämlich ein Vögelchen geflüstert hat, dass Mo sich jetzt wohl schon öfters in der Mafia-Base hat sehen lassen, beziehungsweise mit der Mafia schon gesehen worden ist in der Stadt. Und das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Erkenntnis. Ich warte ja nur darauf, bis Mo zurückkehrt, Leute, dass wir ihn endlich festnehmen können. Vielleicht, wisst ihr was, Leute, vielleicht machen wir das sogar in der nächsten Folge. Vielleicht gehen wir einfach in der nächsten Folge mal hin und nehmen Mo einfach mal fest, weil letztendlich, Leute, tut mir leid, er hat sich anders verdient. Der ist einfach jemand, der eingesperrt gehört. Vielleicht machen wir das aber auch erst, wenn das Gefängnis fertig ist. Das müssen wir uns auch überlegen. Wir haben natürlich in der Stadt noch das Gefängnis, aber das natürlich bei weitem nicht so sicher wie das hier. Tobi, ganz wichtig auch, wir brauchen Fackeln, mein Freund. Hast du welche? Fackeln, ja, natürlich. Ich hoffe mal, dass das Gras sich hier oben ausbreitet. Ich will wirklich hoffen, dass es funktioniert, Leute. Denn eine braune Erdinsel zu haben, ist nicht so schön. Da will ich auf jeden Fall hoffen, dass unsere Berechnungen hier stimmen. So, pass mal auf, Tobi. Füll du mal mit Erde aus. Ich kann ja schon mal hingehen und die TNT-Kanonen hier beispielsweise hinsetzen. Ich gebe dir mal alles an Erde, was ich noch habe. Hier, schau mal her. Nimm das mal, was hier liegt. Und dann kannst du nämlich mir schon mal die ganzen Sachen geben, die du noch hast im Inventar. Pisten, Redstone ist hier alles in der Kiste. Ah, perfekto. Slimeblöcken hast du auch noch vielleicht. Slimeblöcken, TNT hab ich im Inventar. Gib mal her den Chroms. Dann können wir nämlich hier schon mal dran setzen. Pass mal auf. Sehr gut. Und Knöpfchen bräuchte ich auch noch. Perfekt. Kann, ja, drei Stück, das reicht jetzt nicht unbedingt, Tobi, ne? Ja, du kannst ja noch welche machen eigentlich. Ja, oder? Wenn wir noch Cleanstone haben, ist das ja easy. Sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig haben. Pass mal auf. So. Gib mir mal ganz kurz, dann setze ich nämlich schon mal die TNT-Kanone hin, Leute. Dann können wir es auf jeden Fall schon mal verteidigen. Wichtig wären auch TNT-Kanonen, die eventuell die nach oben schießen, quasi als Flugabwehrgeschütz, Leute. Denn es könnte ja theoretisch sein, dass einer unsere Pläne in die Hände bekommen hat. Vielleicht ist es auch die Mafia gewesen und jemand versucht, unsere Himmelsfestung hier einzunehmen. Man weiß es natürlich nicht, aber es ist alles tendenziell möglich. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe wirklich große Angst davor, dass eventuell Unbefugte sich hier in unser Land direkt aufhalten und versuchen werden, sich eventuell hier einen Spaß draus zu machen, uns hier niederzumachen. Aber Leute, das werden wir auf jeden Fall uns nicht gefallen lassen, denn wie gesagt, wir haben hier natürlich uns etwas aufgebaut, was zukunftsträchtig sein soll und dementsprechend werden wir das natürlich auch mit Blut und Seele verteidigen. So, pass mal auf, kriege ich das hier. Also die Erde, die wächst, also das Gras wächst weiter hier. Hier ist ja schon ein perfekt, ich sehe es gerade. Oh Gott, das ist Satisfaction pur. Das ist ganz wichtig gewesen, weil wie gesagt, ich hätte nämlich ungern auf einer so einer Insel gelebt, die nur aus Erde besteht. Das ist auf jeden Fall nicht so schön. Passt mal auf, Leute, dann können wir nämlich, ihr kennt die TNT-Kanone und ihr habt sie schon x-fach gesehen hier. Das ist ja das Einfachste, was ihr überhaupt machen könnt, Leute. Easy für euch nachzubauen. Schaut euch das hier an, das ist ganz, ganz simpel, Leute. Da kann ich nämlich jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, nämlich wenn jetzt hier so eine TNT-Kanone quasi mal betrieben wird. Passt mal auf. Relativ simpel, zack, und das wird alles nach unten katapultiert. Vielleicht baue ich das nächste Mal auch einfach richtig, dass das Redstone nicht kaputt geht, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, Leute. Diese TNT-Kanone schlägt dann quasi unten auf und dann können wir damit quasi unsere Gegner easy auslöschen. So, jetzt habe ich hier gerade aber tatsächlich einen Fehler gemacht. Warte mal. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wieso wird das denn hier so gezogen? Das ist aber nicht so richtig, ne? Weil die Steine, die werden mitgezogen, ja. Aber was... Ach, wir müssen die aus Obsidian bauen, ne? Das war's, genau. Hast du... Ne, haben wir wahrscheinlich nicht dabei, oder? Wenn dann in der Kiste. Ja, gut, alles klar. Hopefully we have, but I guess not. Perfekt, Leute. Ja, schade. No. Sehr gut. Dann gebt mir mal ein bisschen Erde, dann machen wir es einfach beim nächsten Mal, Leute. Dann haben wir zum nächsten Mal schon die TNT-Kanone stehen. Aber ihr habt gerade das Prinzip gesehen, Leute. Es wird auf jeden Fall echt nice und easy, das Ding hier zu verteidigen. Weil wir vor allen Dingen im Himmel sind, können wir davon ausgehen, Leute, dass keiner so schnell hier hochkommt zu uns in diese Insel. So, passt mal auf. Wir backen hier einfach nochmal ein bisschen weiter an der Insel, bauen hier und craften hier und so weiter und so fort, Leute. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Ding relativ früh fertiggestellt ist, weil wir wissen ja noch immer nicht, wo sich die Mafia-Base befindet. Aber, Leute, wir haben eine heiße Spur und ich hoffe mal, dass Kevin als Informanten alsbald eventuell schon den heißesten Tipp überhaupt erhalten, nämlich den genauen Lageplan des Mafia-Geheimquartiers und so weiter und so fort, dass wir Patrick hier festsetzen können. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Patrick festgesetzt wird, bevor er von diesem Bauvorhaben hier erfährt. Denn sollte Patrick von diesem Bauvorhaben erfahren, Leute, dann werden wir unsere TNT-Kanonen sicherlich gebrauchen müssen. Das würde ich liebend gerne verhindern. So, Tobi, pass mal auf. Gib mir mal ein paar Fackeln, wenn du hast. Dann leuchten wir unten mal alles aus. Und dann können wir nämlich mal hingehen und, wisst ihr was? Pass auf, Tobi, wenn du kurz die Stadt gehst, dann kannst du... wenn ich dich kurz hin und her schicken darf. Ja, du bist der Schnellste mit dem Stab. Natürlich. Wenn du Bock hast, kannst du vielleicht ganz kurz in der Stadt ein bisschen Obsidian organisieren. Nimm von mir das von den alten Kanonen von der Mauer oder sowas. Ich setze hier oben derweil mal ein paar Fackeln hin, dass das Gras hier auch wunderschön wächst. Ich bin so gespannt, wie das jetzt über Nacht hier wachsen wird, Leute. Es sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Und wie gesagt, sowas gab es halt noch nie auf dieser Welt. Eine riesige Plattform, die mitten im Himmel schwebt. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt auch noch die ganzen Propeller teilen und sowas. Oh Gott, das wird auf jeden Fall echt anstrengend, Leute. Denn die Propeller, das wird das Schwierigste sein. Wie gesagt, alles, was wir jetzt noch zusätzlich draufladen, wird eventuell dafür sorgen, dass diese Insel abrutscht. Und dementsprechend, wir
eventuell mit in den Abgrund fallen. Das möchten wir natürlich verhindern, deshalb müssen wir auf jeden Fall schnellstmöglich irgendwie den Propeller hier designen. Aber ich habe da schon eine kleine Idee und du hast ja sowieso da schon quasi schon einen Prototyp entwickelt, Tobi, den ja, du auch schon an den Schiffen verbaut hattest. Ja, ist natürlich die Frage, ob es dann funktioniert. Oh, hier ist Obsidian. Oh ja, hier ist so ein See mit Wasser und Lava. Okay, und dann fahren wir ein bisschen was davon ab. Mein Freund. Da können wir nämlich jetzt oben noch die ganzen Dinger da hinsetzen und ich verlagere, glaube ich, mal diese Kiste nach oben. Dann können wir nämlich da easier drauf zugreifen, wenn das da alles da oben ist. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall das Projekt für die nächsten Tage. Ich habe, wie gesagt, richtig hart Bock drauf und es wird auf jeden Fall echt ein Riesending werden. Das können wir euch versprechen. Dieses Gefängnis wird das sicherste Gefängnis, was es jemals gegeben hat, Leute. Stell dir mal bitte vor, ja, sowas wie ein Gefängnis auf offener See. Nein, natürlich muss das Gefängnis im Himmel stehen. Tobi, geht's dir gut? Alles klar. Ja, alles gut, er lag einfach hier am Boden, läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, Leute, versucht mal aus dem Himmelsgefängnis auszubrechen, selbst wenn drumherum Wasser ist, ist das doch, glaube ich, relativ schwierig mit den Techniken, die wir hier versuchen mit einzubringen. So, Tobi, wenn du mal kurz Obsidian für mich hast, dann können wir nämlich hier noch die letzten TNT-Kanonen ansetzen und dann, meine Freunde, sind wir auch schon am Ende dieser wunderschönen Folge, denn dann ist bitte es schon soweit perfekt nomadico. Passt mal auf, Leute. Wie gesagt, wir können jetzt hier alles noch voller Kanonen machen. Damit lässt sich auf jeden Fall das Ding easy verteidigen. Jetzt habe ich hier die Kiste hier vorne hingestellt, Alter. Und ja, wir sollten auf jeden Fall, glaube ich, keine Probleme mit ungewollten Gästen auf dieser Insel haben, mit Eindringlingen. Ich habe leider gerade keine Knöpfe mehr dabei, Tobi. Das wäre nett, wenn du die setzen würdest. Ja, kann ich ihn machen. Aber Leute, wie gesagt, wir können euch mal ganz kurz nochmal präsentieren, wie dieses TNT-Kanonen-Konstrukt hier funktioniert. Es ist super, super simpel. Also pass mal auf, hier, geh mal ein TNT her, wenn du hast, Tobi. Pack mal eins da dran, pack mal eins da dran. Dann können die Leute das noch einmal sehen. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass ich runterfalle hier. Ja, pass mal auf, jetzt setz mal dahin. So, Leute, schaut mal her. Und jetzt fliegen wir dem TNT einfach mal hinterher und schauen mal wo es landet. Das landet da vorne irgendwo. Gehen wir mal ganz kurz hier herunter und schauen mal, wo das gelandet ist. Ja, Leute, da. Achtung. Oh! Aua. Ja, das ist natürlich blöd, im freien Fall da runterzuspringen. Tobi, ich würde sagen, ich hole mich dann bis zur nächsten Folge im Krankenhaus und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt, Leute, bei der nächsten Folge Minecraft Empire. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.